Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal zur vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin vedischer Berufsastrologe. Ja, jetzt geht es um den Aszendenten Widder und die Deutung der Transite für den Monat Februar 2015. Schauen wir uns da an, wie die planetare Großwetterlage sich hier darstellt für den Aszendenten Widder im Februar 2015. Bevor wir da reingehen, ein paar kleine kurze technische Hinweise. Bitte beachten Sie, dass meine Deutungen auf Ihrem Aszendenten basieren und nicht auf Ihrem Sonnenzeichen. Denn der Aszendent lässt einfach genauere Rückschlüsse zu. Sollten Sie diesen nicht kennen, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben und ich schicke Ihnen kostenlos zu, was Ihr Aszendent ist, damit Sie auch wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist. Ja? Oder Sie können unterhalb dieses Videos, ist ein Link, da kommen Sie auf ein Kontaktformular, können dort Ihre Daten eingeben und dann wird es an mich weitergeleitet mit Ihren Geburtsangaben. Und ich beantworte Ihnen das, ja. Also, diese Deutung läuft anhand des Aszendenten. Dann wollte ich einfach auch nochmal darauf hinweisen, neue Dienstleistung wird immer mehr nachgefragt. Das ist diese sogenannte Kurzberatung, wo ich, ohne dass ich vorher das Horoskop analysiere, mich als Astrologe für ein Gespräch mal eine halbe Stunde oder auch länger kurzfristig, normal innerhalb von 2 Tagen zur Verfügung stelle. Das ist allerdings eine kostenpflichtige Sache. Das bedeutet 35 Euro die halbe Stunde. Und ich biete auch an, dass das Gespräch aufgenommen wird. Bisher, die Menschen waren sehr begeistert. Und dann gibt es das Gespräch auf einer CD aufgenommen, mit diesem Cover dann zugestellt. Kann man also wählen, mehr dazu auf meiner Seite. Und letzter Punkt noch, ich biete das weiterhin an, etwas was die Vorhersage, die Prognose angeht, da ist in der vedischen Astrologie der sogenannte Dasa-Herrscher oder Hauptphasenherrscher, könnte man das übersetzen, der wichtigste Planet, denn er regiert und fährt Ihre Zeitqualität über einen längeren Zeitraum. Und was er vorhat, das ist das, wie Ihr Leben eben entsprechend gefärbt wird. Und den zu kennen ist sehr interessant. Und auch hier können Sie mir eine E-Mail schreiben oder Sie können mir auch das Datenformular schicken, das Sie mit diesem Link unterhalb des Videos auslösen können. Und dann schicken Sie mir das nach diesem ca. 15-minütigen Video. Und normal innerhalb von ein paar Tagen, derzeit auch sehr kurzfristig, haben Sie dann eine Antwort. Bitte auch mal im Spam nachschauen, denn ich beantworte wirklich definitiv jede Anfrage. Dieser Dienst ist auch kostenfrei und ja, ich schicke da meistens 1, 2 DIN A4 Seiten mit Erläuterung. Ja, gut, jetzt gehen wir zum Aszendenten Widder. Was haben wir denn da für eine planetare Großwetterlage aus dem Nachrichtenstudio der vedischen Astrologie. Also, wir haben jetzt hier den Monat, ist die Sonne ja in Haus 11 für Sie als Widder. Und zwar läuft sie da durch Ihr 11. Haus vom 1. Februar bis 20. Februar. Ab 21. Februar geht sie in das Zeichen Fische, die Sonne. Das ist bei Ihnen als Widder-Aszendent das 12. Haus. Diese Zeit, die Sonne stellt immer ihre Person dar, ja, wo sie sich mit ihrem Körper bewegen. Insofern ist das schon ein sehr wichtiger Transit, wo sich die Sonne bewegt. Und das Haus 11 steht also dafür, dass man durch andere Wertschätzung erfahren kann, dass es darum geht, vielleicht Abschlüsse zu machen oder Titel zu erwerben, gewisse Belohnungen zu empfangen. Das 11. Haus ist also ein Haus, wo es darum geht, in seinen Projekten
vorwärts zu kommen, Netzwerken, sich Gruppen anzuschließen. Dafür haben Sie jetzt kosmischen Rückenwind in den ersten 3 Wochen im Februar 2015. Dann geht die Sonne in das 12. Haus. Nun, das 12. Haus, das hat ja was wieder eher so mit Abschließen zu tun. Die Sonne geht da rein vom 21. Genauer gesagt, das ist falsch, ab 19.2. geht die Sonne da rein und wird dann dort sein, mal kurz was nachschauen, damit das vom Datum her stimmt, ja, also bis 18. Februar ist sie in Haus 11, ab 19. Februar ist sie in Haus 12 und da geht es ein bisschen so drum, bisschen eine Zeit des Ausruhens, Rückzug, Reflektieren, Zurückschauen und mit sich auch zufrieden sein und je nachdem, wie sie halt da die letzten Monate ihre Zeit investiert haben, ergibt sich ein Gefühl von größerer oder natürlich auch kleinerer Zufriedenheit, was sie mit ihrem letzten Jahr eben gemacht haben, ob sie ihr Bestes gegeben haben oder ob sie merken, ich hätte doch mehr machen können. Dann natürlich, also die Sonne ist ein wichtiger Persönlichkeitsplanet, aber für Sie, Aszendent Widder, der Widder wird ja regiert durch den Planeten Mars. Damit ist auch Mars mit, genauso wie die Sonne, der Planet, der am Himmel ihre Reise ihrer Persönlichkeit, ihres Lebensweges anzeigt. Also der Mars ist wichtig. Und dieser Mars läuft auch durch das 12. Haus. Ja? Und zwar auch in knapp circa den ersten 3 Wochen, sage ich mal, bis 20. Der Mars geht also hier durch das 12. Haus. Und das bedeutet etwas bezüglich Ihres Lebensweges, geht irgendwie zu Ende, etwas wird zu einem Abschluss gebracht, was mit Ihrem Lebensweg zu tun hat. Ja? Nun, das 12. Haus kann immer in Abhängigkeit davon, wie Ihr Mars qualitativ im Horoskop steht, in eine positive Richtung gehen, wie was abgeschlossen wird, oder auch in eine ungünstige Richtung. Das können wir jetzt natürlich nicht sehen, weil ich Ihr individuelles Horoskop jetzt nicht habe, aber es geht etwas zu Ende. Natürlich nicht nur bezüglich Ihrer Lebensreise will ein Abschluss auf positive oder auf ja, vielleicht weniger erfolgreiche Art und Weise zu Ende gehen, sondern auch für Mars-Themen im Allgemeinen. Mars-Themen sind, das steht für die jüngeren Geschwister, für Immobilienthemen, für Operationen, Unfallthemen. Da etwas aus diesem Bereich kann Ende erfahren, wie gesagt in beiden Richtungen. Dann geht aber Mars am 21. Februar, geht der raus aus dem Zeichen Fische und er geht in ihren Aszendenten, auch ein wichtiger Transit. Denn das erste Haus, also ihr Aszendent, Haus 1, der Widder, ist ja das wichtigste Haus der 12 Häuser und da geht ihr Herrscher des Aszendenten hinein. Sie merken, das hat was damit zu tun, wo es jetzt darum geht, Charakterstärke weiterzuentwickeln. Das wird so eingeleitet ab 21. Februar. Natürlich, Mars wird einige Wochen im ersten Haus bei Ihnen sein. Und wo Mars halt mit im Spiel ist, da geht es sicherlich auch um Kampf. Ja, vielleicht müssen Sie für sich eintreten. Es wird eine Zeit werden, wo es darum geht, sich abzugrenzen. Natürlich das Ganze immer in einer Form, ohne dabei andere zu verletzen, ihren Lebenspfad nach vorne zu bringen. Naja, das passt ja gut, nachdem er zuvor aus Haus 12 raus ist, etwas geht zu Ende. Jetzt geht es dann darum, sprich die neue Position zu festigen, voranzutreiben. Haus 1, eben ihr Lebensweg. Dann haben wir weitere Transite. Der Merkur ist bei Ihnen im Zeichen Wassermann, was bei Ihnen als Aszendent Widder das 11. Haus ist.
da ist der den ganzen Monat der Merkur. Der Merkur ist ihre Energie, Dinge zu managen, Dinge zu analysieren, Dinge zu vergleichen, damit sie für sich gute Lösungen finden. Also Merkur ist so ein Detektiv, ja, der hat immer ist offen, auf der Suche, ja, neugierig. Das ist diese Energie, ja, und wo geht die Energie jetzt hin? Ja, ins 11. Haus. Und so steigt das Interesse für 11 Hausthemen. Ja, das könnte sein, wie können Sie Ihren kommunikativen Austausch mit Gruppen steigern, sich besser vernetzen, ja? Vielleicht wollen Sie in Facebook mehr machen, Networking kriegt einen Fokus, oder Sie wollen analysieren, wie wirken Sie denn im Gruppenverhalten, ja? Also das sind Themen, diese Vernetzungsthemen, ja, durch Kommunikation. Das ist eben Merkur. Und er ist bis 10. Februar sogar rückläufig, der Merkur. Also sprich, rückläufig bedeutet näher an der Erde dran. Deswegen wirken diese kosmischen Energien auch mehr. Und natürlich nutzen Sie diesen kosmischen Rückenwind, dann haben Sie halt jetzt damit leichter die Ergebnisse davon, was diese Planeten aktuell in Ihrem Horoskop als Aszendent wieder voranbringen, entwickeln, auf ein höheres Level etc. bringen möchten. Dann haben wir, das ist nichts Neues, Jupiter, der große Guru, der Planet, der selbst 30 Monde hat, ein eigenes Sonnensystem, der größte Planet, der steht, der große Wohltäter. Und dieser läuft bei Ihnen durch Haus 5. Und Jupiter ist den ganzen Monat rückläufig, also auch näher an der Erde daran, näher an der Erde dran. Das heißt, er wirkt auch stärker. Wir spüren den auch mehr. Das fünfte Haus hat jetzt damit zu tun, Sie erfahren jetzt Rückwirkungen, wie Sie sich um den Aufbau Ihrer Dynastie, ja, gekümmert haben. Das ist also eine Art, ja, man könnte sagen, eine Art Belohnungstransit. Wie ist das gemeint? Ich möchte noch dazu sagen, der Jupiter ist natürlich auch circa ein Jahr immer in einem Zeichen, in etwa. Und da geht es jetzt nicht nur um den Monat, sondern das ist eine generelle Thematik, die momentan bei Ihnen Fokus haben sollte, dass Sie Rückwirkungen erfahren. Ja, was habe ich denn aufgebaut? Ja, natürlich, man kann eine Dynastie aufbauen, wenn man mit seinem Partner sich Kinder wünscht und Nachkommen hat. Ja, also ist es auch eine Zeit, natürlich, positive Rückwirkungen durch Kinder geschehen können. Oder ein anderer sagt, ich möchte der Öffentlichkeit dienen, indem ich bestimmte Dinge zugänglich mache, mit denen ich mich beschäftige, die eine Hilfe darstellen für meine Mitmenschen. Ja? Oder baue eine Selbstständigkeit auf oder einen Handel oder jetzt mit den fantastischen Möglichkeiten mit dem Internet, ja, erreichen Sie die Öffentlichkeit super. Was ist der Aufbau Ihrer Dynastie? Und das, was Sie da wie Sie da in der Vergangenheit produktiv unterwegs waren, das ist jetzt dazu der Transit in seiner Rückwirkung, in der hoffentlich für Sie positiven Rückwirkung. Dann der zweite große Planet, der Sie zu Ihrer Bestimmung führt. Ich meine, Jupiter, Saturn sind ja die größten Planeten im Sonnensystem. Die beiden wirken ja zusammen, den Menschen zu seiner Bestimmung zu führen. Was macht der? Der checkt jetzt bei Ihnen, der läuft durch das 9. Haus, da Saturn jetzt 36 Monate insgesamt, und der ist ja im Dezember 2014 rein, in Ihrem 9. Haus ist. Und alles, was Saturn berührt, möchte genau angesehen werden. Was ist das? Es geht um Ihre
Jetzt geht es um Ihre Weltanschauung. Was ist Ihre Wahrheit? Was ist der Sinn Ihres Lebens? Und Saturn möchte Tiefe, Antworten, Genauigkeit, authentisches Fundament bei diesen Fragen. Und wenn Sie falsche Vorstellungen haben, ja, meinetwegen Sie sind noch im Schulddenken oder im Dinge, die eben von der Einstellung her Sie nicht vorwärts bringen, ja, dann wird das jetzt das Thema. Es geht auch um die Korrektur falscher Sichtweisen. Es wird gefördert höheres Wissen, das ganzheitliche Wissen, ja. Gute Zeit für lange Reisen, Pilgertouren, Reisen an heilige Orte. Ja, vielleicht wollen Sie überlegen, wie Sie Ihr Leben ausrichten. Ja, dann fahren Sie an einen Kraftort und gehen in sich und schauen, was da Ihnen alles kommt. Das wäre jetzt so eine Zeit, wie Sie also Ihren Pfad, Ihren Lebenspfad neu schmieden können. Ist natürlich deshalb schon gut, weil wir haben doch gerade gehört, dass die Sonne, der Mars, der ihr Aszendentenherrscher ist, ab 21. Februar auch in Haus 1 geht. Ja? Die haben da also in etwa gleiche Ziele. Und wir erfahren deshalb hier auch nochmal Unterstützung. Denn schauen Sie, und zwar die Venus ist jetzt nochmal bis 20. Februar bei Ihnen im Zeichen Fische. Aber auch dann geht die in das erste Haus, in Ihren Aszendenten, wieder in Haus 1. In den ersten drei Wochen geht es um Klarheit in Beziehungen, wird was zum Abschluss gebracht in venusischen Themen. Passt es oder muss sie da Opfer erbringen oder was loslassen? Und aber noch viel wichtiger ist, da merken Sie, weil da haben wir eine Mehrfachbetonung, ist, Venus geht in Haus 1 ab 21. Februar, die ist dann auch noch gut im März in diesem Zeichen, also in Ihrem Aszendenten wieder. Und da geht es eben darum, dass auch nochmal das Thema Beziehungen wichtig wird, wie Sie das, wie Sie auch ein besserer Partner in Beziehungen werden können. Wie können Sie das beidseitige Gleichgewicht in Ihrer Beziehung höher entwickeln. Eine Ehe, die besteht, bekommt mehr Fokus und natürlich, wenn man sich mit Lebensausrichtung beschäftigt, ist ja oft Partnerschaft sehr, sehr wichtig. Ja, dann haben wir noch die Planeten Rahu und Ketu. Die beiden sind also hier jetzt immer noch in der Achse, wie ich es letzte Mal eben auch gesagt, im letzten Monatsvideo. Das bedeutet, es wird der andere wichtiger, in der Form, Haus 7 wird betont, sprich die Waage und sich selber vielleicht jetzt nicht mehr so wichtig in den Vordergrund stellen, sondern auch der Fokus mehr auf die Beziehung passt ja auch gut, was die Venus im Moment vorhat. Ja, ich habe es zwar letzten Monat schon angekündigt und noch nicht geschafft, aber jetzt passiert es. Denn die nächsten Tage wird jetzt weitergedreht, nicht nur die Monatsvideos, jetzt kommen Themen raus zur vedischen Astrologie, also außerhalb der Monatsthemen, da werden Sie jetzt regelmäßige Hochladungen erfahren. Und darauf wollte ich bloß noch mehr aufmerksam machen, genauso wie der Blog, der damit bestückt wird, weil dann kommen die Sachen schriftlich in den Blog und als Video eben in den YouTube-Kanal. Ferner die Schule, ja, da ist auch einiges passiert, wird also auch jetzt, wenn Sie in Kürze dazu was erfahren. Und als letzter Punkt, gibt es weitere neue Produkte, wo können wir am besten leben, Wohnortastrologie ist so ein Thema, aber schauen Sie am besten auf die Seite, da finden Sie das. Gut, ja, es ist soweit alles dann für den Aszendent Widder gesagt. Angebot steht für den kostenlosen Hauptphasen
Herrscher Ihnen mitzuteilen oder Ihren Aszendenten. Ich wünsche Ihnen einen fantastischen Februar 2015 für die Ausrichtung, für Ihr, ja, für die nächsten Wochen und nächste Zeit. Ja, das war's von Gerhard Feiner aus dem Informationskanal der Vedischen Astrologie. Alles Gute, bis bald und vielen Dank.